Danke für die Glückwünsche, Marco. Ja, ich habe es ähnlich gesehen, dass es ein absolutes Topspiel war, zwischen zwei sehr formstarken Mannschaften. Es war in der ersten Halbzeit, finde ich, eine richtig gute Leistung von uns spielerisch. Wir haben die beiden Tore erzielt. Wir hatten dann noch das Tor, was aberkannt wurde von Julian Brandt. Das waren die Muster, die wir uns vorgenommen haben, immer wieder das Zentrum zu überladen und von da aus dann gefährlich zu werden. Und wenn sie dann irgendwann mal anfangen, das Zentrum zu schließen, dann unsere Außenverteidiger nutzen. Und wenn man dann sieht, in der Aktion, wo Marius Wolf dann den Ball spielt, aus der Außenverteidigerposition, die dann zum Elfmeter geführt hat. Das sind die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, aber auch ehrlicherweise für die zweite Halbzeit. Das hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut funktioniert. Da muss man ganz klar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit schon eine Vielzahl an Torchancen uns herausspielen konnten. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Leipzig sehr dominant gespielt hat. Trotzdem hatten wir dann eine riesige Chance zum 3-0 von Marco Reus noch. Hätte uns natürlich dann nochmal geholfen, aber am Ende muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gezeigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr leidenschaftlich verteidigt. Das Publikum war außergewöhnlich gut heute von Anfang bis Ende. Uns war klar, dass es eine gute Leistung braucht, die haben wir heute gezeigt. Wir wussten, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die nicht nur hohe Qualität hat, sondern auch ähnliche Ambitionen, ähnliche Zielsetzungen haben wie wir. Und das Ziel war es, nicht nur 3 Punkte einzufahren, sondern halt auch den Abstand auf 7 Punkte zu vergrößern. Und das haben wir heute geschafft. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und stolz auf meine Mannschaft. Danke. Ja, Emre hatte keine einfache Zeit in der Hinrunde, war immer wieder auch raus wegen kleinen Verletzungen und hat sich dann wirklich richtig gut durch die Vorbereitung gearbeitet. Du ist ein bisschen verzögert eingestiegen ins Mannschaftstraining. Aber er ist das perfekte Beispiel, dass man sich bei uns in der Mannschaft alles verdienen kann durch gute Leistung, sowohl im Training als auch im Spiel. Und wenn man jetzt einfach sieht, Emre hat die absolute Qualität, unsere Defensive zu stabilisieren. Und das macht er. Das ist etwas, was wir aus dem Hinspiel mitgenommen haben, wo der Gegner immer wieder über die Flügel in die Tiefe gelaufen ist und unsere Außenverteidiger waren da nicht in der Position, weil es ist nicht ganz so leicht, gegen einen 4-2-2-2 dann immer wieder auch den Flügel abzusichern. Und heute war die Zielsetzung, dass wenn unsere Außenverteidiger dann nicht da sind und wenn so unsere Innenverteidiger am Flügel verteidigen müssen, dass Emre dann derjenige ist, der immer wieder die Kette auffüllt. Und das hat Emre richtig gut gemacht gegen den Ball, aber auch im Ballbesitz die Ruhe am Ball, wie häufig er dann halt auch den Rhythmus bestimmt hat im Ballbesitz. Das macht er gerade richtig gut. Hat jetzt auch schon zwei wichtige Tore geschossen, eins im Pokal und heute das. Und so darf er gerne weitermachen. Und er ist das perfekte Beispiel dafür, dass man sich bei uns in der Mannschaft alles hart erarbeiten kann. Dass wir uns das jetzt alles erstmal ein bisschen weiter von hinten angucken. Also 7 Punkte, das ist schon ein Stück. Und wir haben jetzt dann Aufgaben zu erfüllen, die in den nächsten Wochen natürlich wichtig sind. Es werden weniger Spiele. Ja, dementsprechend müssen wir die Form der zweiten Halbzeit kompensieren, dranbleiben, weiter an uns glauben, Kleinigkeiten besser machen, uns nicht in die Tasche lügen, sondern auch über die Fehler der ersten Halbzeit reden, das klar ansprechen. Und dann sind unsere Ambitionen immer groß. Das ist klar. Eine Minute zu Minute besser. Und bei Christo müssen wir tatsächlich einfach auch morgen untersuchen. Hat was am Muskel gemerkt hinten. Hatte eine gute Trainingswoche, hatte dreimal 20, 30 Minuten in den Beinen. Ja, dann immer das Thema, wie lange? Dann spielst du hier in Dortmund, willst das Spiel unbedingt gewinnen. Möglicherweise hätte der Trainer eher schon reagieren können und müssen. Jetzt müssen wir die Konsequenzen dann einfach auch tragen.